Barmherzigkeit bemisst sich schon am Geld, aber irgendwann muss man da auch die richtige Balance finden. Jedenfalls für mich gilt folgender Grundsatz. Und den müssen wir in der öffentlichen Debatte schon einbringen. Wir helfen anderen wirklich gerne. Aber wir dürfen darüber die einheimische Bevölkerung nicht vergessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gefühlslage. Wissen Sie, wenn Sie einen Strafzettel haben, falsch parken, das vergessen Gemeinde und Städte nicht. Wenn Sie mit der Steuer ein Problem haben, ein paar Euro zu wenig Steuergeld haben, wir kommen. Wir sind da. Wir sind sowieso eine der servicefreundlichsten Verwaltungen beim Finanzamt. Wir machen sogar, wenn es sein muss, Hausbesuche. Ja. Auch gerne in der Früh und so weiter. Also Sie, meine Damen und Herren, wissen und dürfen damit rechnen, dass der Staat seine ganze Wirksamkeit entfaltet, wenn es um seine Anliegen Ihnen gegenüber geht. Viele Bürger haben aber den Eindruck, dass der Staat diese Kraft, diese Konsequenz, diese Entschlossenheit nicht vermitteln kann, nicht durchsetzen kann, wenn es um ein anderes Thema geht, bei der Zuwanderung. Auch da klarer Satz, wer zu uns kommt und einen Anspruch hat auf Asyl, weil er verfolgt ist und es ist festgestellt, da gibt es ein Prüfverfahren beim Bundesamt, da gibt es örtliche Behörden, die mitentscheiden und da gibt es am Ende auch ein Gerichtsurteil. Wenn jemand einen Anspruch hat, hier zu sein, dann bekommt er, und das bin ich der fest überzeugt, das beste Leben, das man fast auf diesem Planeten für einen Neustart bekommen kann. Ich glaube nicht, dass andere Länder Menschen mehr helfen als wir, meine Damen. Und dazu stehen wir auch. Wenn aber das Rechtsverfahren am Ende entscheidet, dass eben kein so ein Anspruch da ist, und ganz wahrscheinlich, und wenn sogar, meine Damen und Herren, eine Entscheidung getroffen wird, die auf einem Faktum passiert, dass jemand, dem wir eine friedliche Hand anbieten und er diese friedliche Hand vielleicht ablehnt, sie vielleicht mit Gewalt beantwortet oder in unserem Land ein neues Land gründen möchte mit einer anderen Rechts- oder auch Gesellschafts- oder Religionsordnung, dann finde ich, geht es nicht an, dass unser Staat am Ende dann relativ hilflos zusieht und keine Möglichkeit hat zu reagieren. Wenn sogar unsere Polizeikräfte ihren Dienst hervorragend leisten, wir das übrigens verstärken werden. Und zwar sowohl auf Bundesebene die Bundespolizei zu stärken, als auch wir in Bayern mehr Stellen zu bekommen, übrigens auch ganz besonders im grenznahen Raum, dann finde ich, meine Damen und Herren, macht es keinen Sinn, wenn wir die Polizei haben, die das alles leisten kann und am Ende der Rechtsstaat nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Und darum gilt für mich, wer anerkannt ist, hat hier alle Chancen, aber wer nicht anerkannt ist und wer möglicherweise sogar aggressiv wird, der muss, meine Damen und Herren, in seine Heimat zurückkehren. Das muss ein Rechtsstaat sein.